Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, auf unserem Kanal Calligraphy Lemon. Und heute habe ich mir überlegt, dass wir ein neues Format starten. Und zwar ein Format, in welchem ich euch ungefähr jede Woche einmal eine Unterrichtsstunde mache. Also nicht eine komplette Stunde, aber indem ich euch halt ein wenig über die Kalligraphie erzähle, indem ich euch irgendwelche Übungsaufgaben zeige, die ihr machen könnt, damit ihr eure Skills verbessern könnt und am Ende hoffentlich auch die Kunst der Kalligraphie einigermaßen beherrscht. Und wie ihr seht, ich habe mir einen neuen Block besorgt, einen DIN A5 Block. Kann ich euch auch nur empfehlen am Anfang, um das Ganze zu beginnen. Und ganz wichtig natürlich, neben meinem Block ist Stifte zu haben. Und da habe ich mal einiges an Auswahl hier hingestellt. Zuallererst ein ganz normaler Füller. Das Spezielle, also das einigermaßen Spezielle, was vielleicht dieser Füller hat, ist eine Kalligraphiespitze. Also die ist halt nicht normal gerade so punktuell, sondern die ist halt ein bisschen, man kann da halt so ein bisschen breitere Striche ziehen und wenn man andere Linien macht, kann man halt dünnere Striche ziehen. Die ist halt 90 Grad. Wie so ein normaler Kalligraphiestift halt, ist da so eine Spitze dabei. Und mit dem kann man schon ganz gut anfangen, so etwas zu üben. Aber halt, was man beachten muss, ist, dass man da halt nur so kleinere Sachen machen kann, weil die Spitze halt relativ klein ist. Und das Problem bei meinem Füller ist, dass das Ganze hier ausläuft. Das sieht man auch schon wieder an den Fingern hier. Muss man natürlich auch wieder säubern. Und des Weiteren habe ich noch einen Edding-Stift. Also zwei, aber die haben halt verschiedene Stärken. Edding 1255 Calligraphy Pen. Das hat die Stärke 5.0. Gibt es in diversen Farben und denselben nochmal in 3,5. Da gibt es halt noch, ich glaube, insgesamt drei Größen. Und die haben halt genau dieselbe Spitze auch wie der Füller. Also einmal quer und einmal so längs. Damit man da halt auch schön irgendwas machen kann. Und hier nochmal der kleine. Die Farbe ist bei dem schon relativ ausgewaschen. Jetzt schreibe ich mal meinen eigenen Namen. Und hier haben wir den Pilot Parallel Pen mit 3,8 mm in der Farbe Grün. Es gibt da von diesem Stift halt verschiedene Farben und alle haben halt verschiedene Größen von der Spitze. Und die ist sehr gut eigentlich geeignet, um am Anfang ein paar Sachen zu zeichnen. Also nicht zu zeichnen, aber halt mit Kalligraphie anzufangen, ein paar Sachen zu schreiben. Und ich bin relativ zufrieden mit diesem Stift, aber ich kann euch halt nur empfehlen, am Anfang nicht so viel Geld auszugeben für Stifte, weil das kommt halt alles mit der Zeit. Der Stift kostet, glaube ich, so um die 20 Euro, verlinke ich euch gerne. Die beiden auch. Also nee, die beiden verlinke ich euch natürlich auch, aber die sind halt ein bisschen günstiger, die kosten nur so 3 Euro oder so das Stück. Von daher sind die relativ preiswert. Und Kalligraphie ist eigentlich ein nicht so ein teures Hobby wie zum Beispiel die Fotografie. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Hobby, mit dem man viel erreichen kann, in dem man seine Entwicklung auch sehen kann, wenn man so einen schönen Block hat. Und mit dem man auch seine Langeweile vertreiben kann, auf jeden Fall. Und die man auch überall machen kann, ohne viel Equipment, ohne viel Aufwand. Und ja. Und wenn wir natürlich jetzt auch beginnen möchten mit dem Unterricht, habe ich mir überlegt, dass wir zuallererst ein paar grundlegende Dinge klären, wie zum Beispiel, wie hält man eigentlich einen Stift? Man sieht sehr oft, wenn man jemanden so einen Kalligraphiestift in die Hand drückt, dass er immer anfängt, den Stift so quer zu halten und dann halt irgendwas hinschreibt. Ich schreibe mir jetzt wieder meinen Namen. Oder keine Ahnung, so.
Und wie ihr schon seht, sieht das jetzt nicht besonders schön aus. Und da gibt es eigentlich einen ganz einfachen Trick, und zwar den Stift in einem 45-Grad-Winkel zu halten. Und zwar so. 45 Grad für alle Nicht-Mathematiker da draußen. Das sind 90 Grad. 90 Grad ist eine Ecke. Die Hälfte davon sind 45 Grad. Ne? Das hier 45 Grad. Und in diesem Winkel zu diesem Kästchen wollen wir es halten. Also so, dass das hier in die Mitte kommt. Ja, so. Und wenn wir den Stift schon mal so halten, dann merken wir, sieht schon viel, viel besser aus. Na, seht ihr, geht doch schon mal viel besser. Ohne viel Aufwand, ohne viel Übung jetzt. Einfach mal genau dasselbe. Außer, dass man sich ein bisschen mehr Zeit genommen hat und den Stift richtig gehalten hat. Und schon sieht das Ganze viel besser aus. Okay, und jetzt die Basissachen sind zum Beispiel, dass man solche Striche hier macht. Das sind also die sogenannten Basic Strokes, die man halt immer wieder braucht, wenn man irgendwas schreiben will, weil das sind halt die Elemente, die halt immer wieder kommen und die wir halt immer brauchen werden. Deswegen ist es halt ganz schön, wenn wir die einigermaßen identisch machen können. Man sieht, die sehen relativ einheitlich aus. Wichtig ist es auch, solche Striche hier zu ziehen und immer merken, beim Runterziehen, immer mit Druck. Ein gewisser Druck muss da immer da sein, also die Striche, die immer runtergehen, müssen dicker sein als die, die hochgehen. Und Striche, die hochgehen, wären jetzt im Vergleich solche. Aber ihr könnt das natürlich auch ganz ein bisschen dicker machen, indem ihr das Blatt ein bisschen dreht. Und die Bewegung immer mit dem Handgelenk. Das sind jetzt die dicken, immer beim Runtergehen die dicken. Beim Hochgehen immer schön dünn. Nicht so viel Druck aufwenden, dann werden die Linien auch schön dünn immer. So, das wäre dann erledigt. Dasselbe wie hier kann man natürlich auch in die andere Richtung machen, was auch immer wieder vorkommt. Also, so hier. Nehmt euch ruhig Zeit dabei, versucht das Ganze nicht so schnell zu machen, damit ihr auch Gefühl dafür bekommt, damit ihr das Ganze schön aus dem Handgelenk machen könnt. Und Kalligrafie ist wirklich eine Kunst, die viel Zeit erfordert, für die man Geduld braucht, wie für viele andere Sachen auch. Und das Geheimnis ist, sich Zeit zu nehmen für alles, die Aufgaben gründlich zu lernen, alles gründlich zu machen, nichts überstürzt zu machen. Und dann wird das Ganze auch. Wenn wir das Ganze jetzt das und das kombinieren, dann bekommen wir auch schon unser O. Wie ihr seht, immer
Schön langsam. Wir nehmen uns die Zeit. Weil das Ganze soll ja auch schön aussehen. Wenn wir das Ganze jetzt zu so schnell machen, dann sieht das halt eher schlampig aus, statt ordentlich wie hier. Und so sieht das Ganze auch schon relativ gleichmäßig aus. Des Weiteren gibt es dann halt auch Übungen, die mit denen man halt den Stift auch ein bisschen testen kann. Solche Wellenformen. Ne? Dass halt auch die Verknüpfung aus den beiden Aufgaben, wo man dünne und dicke Striche macht in Kombination, dass man das Ganze halt so geschmeidig hintereinander hinbekommt. Und da kann man auch schon die ersten Buchstaben erkennen, wie zum Beispiel das M oder das N. Und es gibt auch weitere Aufgaben, wie zum Beispiel so eine S-förmige. Immer den Stift im 45-Grad-Winkel halten, nicht vergessen. Und das sind dann auch schon die ersten Übungen, die wir heute gemacht haben. Und die erste Seite wäre damit abgeschlossen. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken fürs Zusehen, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Nachmachen der Aufgaben. Hier nochmal kurz die Seite, falls du so einen Screenshot machen willst. Çıkar mısın dışarı? Video yapıyorum, çıkar mısın? Kapıyı kapat. Jetzt kannst du natürlich auch einen Screenshot machen, um das Ganze später in Ruhe nochmal anzuschauen. Und beim Üben, dass du es dann leichter hast. Ich schreibe mir nochmal oben die Nummer 1, damit wir das alle wissen. So. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal zur nächsten Stunde Calligraphy Lemon. Übungsstunde 2. Ciao.